Warum ich nochmal so ein bisschen drauf rumreite auf Effektivwerten von Wechselstrom und Wechselspannung und was das wirklich ist, werdet ihr gleich sehen. Ich habe hier mal Möglichkeiten von Wechselspannungen dargestellt. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, wenn ich besser malen könnte. Ich tue mal so, als wenn das hier alles eine schicke Sinuskurve wäre, hier ein schickes Rechtecksignal und hier ein überlagerte Sinuskurve mit anderen Oberwellen und so weiter. Ich gehe mal auf die Definition ein. Ich rede dann von der Wechselspannung bzw. vom Wechselstrom, wenn sie periodisch sind. Periodisch heißt, innerhalb eines abgeschlossenen Intervalls wird sich das gleich im nächsten Intervall wiederholen. Und im nächsten und nächsten und nächsten. Das ist hier der Fall, also vom Malen her nicht ganz, aber das ist auch hier der Fall, das ist hier der Fall und sogar hier der Fall. Allerdings ist das so ein Grenzwert. Ich müsste eigentlich hier noch zweimal solche Spitzen haben. Man muss keine durchgezogenen Linien haben. Das muss nicht sein. Noch was. Die zweite Variante, die zweite wichtige Bedingung ist der Gleichwert. Leute, wenn ihr Gleichwert bei Wechselstrom und Wechselspannung hört, damit ist der Durchschnitt gemeint. Muss 0 sein. Lässt sich vielleicht sogar leicht einsehen, wenn ich mir mal angucke. Ich mache das mal hier mit grün. Wenn ich diese Fläche und diese Fläche zusammenzähle, ja, dann bleibt 0 übrig, denn die eine gleicht die andere aus. Das ist hier der Fall und hier, wenn ich sauberer malen würde, das ist hier und hier der Fall. Fehlt eins, also bleibt irgendwas übrig. Wenn ich zum Beispiel hier noch nur eine Spitze hätte, dann wäre der Gleichwert nicht 0, das wäre keine Wechselspannung. Aber es wäre dann eine. Das wäre Wechselspannung, Wechselstrom. Resultiert aus der Wechselspannung, denn normalerweise ist der technische Strom von Plus nach Minus. Und wenn ich Plus und Minus umdrehe, also hier bei einer Spannungsquelle, ich habe hier eine Spannungsquelle, jetzt habe ich hier Plus und da Minus, dann fließt das Strom so rum. Drehe ich die Verhältnisse um, fließt der Strom andersrum. Und Wechselspannung ist nichts weiter als ein ständiges Wechseln der Polung. Dementsprechend kann ich die Kurvenverläufe, Wechselströme genauso einmalen. Gut, das bis dahin. Zum Effektivwert, weshalb ich darauf rumreiten muss, werdet ihr gleich sehen. Eine sinusförmige, hier ist mir die Kurve ein bisschen besser gelungen, eine sinusförmige Wechselspannung kann ich zum Beispiel so ausdrücken, als U von T, ja, in Abhängigkeit von T, ist gleich Sinus von 2πf, das ist die Kreisfrequenz nebenbei gesagt, 2πf mal T. Dann habe ich die Spannung. Plus, ich hatte hier U0 vergessen, U0. Plus den Phasenwinkel, den Nullphasenwinkel. Also wenn ich keine Phasenverschiebung hier habe, sondern wenn ich also praktisch genau hier anfange, dann habe ich das gleich 0 und dann kann ich das hier hinten vergessen. Ist alles nicht schlimm, gar kein Problem. Aber jetzt zur effektiven. Ich werde dann hier nochmal, Leute, achtet auf die Links, die Videos, die warten immer hier, die hier laufen, die warten und ihr könnt euch ruhig die Links angucken. Ich werde das nochmal anhand des Hitzdrahtsinstruments erklären, was wirklich effektive Spannung bedeutet. Wenn ich etwas heizen möchte und ich gehe jetzt mal gleich auf eine gleichgerichtete Wechselspannung, hier habe ich einen Gleichrichter schnell mal gemalt. Eine gleichgerichtete Wechselspannung klappt praktisch die untere Amplitude nach oben, dann habe ich aber trotzdem Lücken dazwischen. Ich habe das auch mit einem Praxisvideo nochmal gezeigt. Das zeigt pulsweitenmodulierte Spannungen an, also ganz kurze Leuchtdauern. Und da kann man sich vorstellen, wenn ich einen Strom nur kurzzeitig, noch kürzer als hier einschalte, hat er nicht so viel Wirkung, als wenn ich ihn gleichmäßig durchlaufen lasse. Gehe ich, wie gesagt, in den Links drauf ein. Zur Berechnung, man sagt, die effektive Spannung, der Effekt, der dabei rauskommt, so kann man sich es auch merken, ist in diesem Fall 1 durch Wurzel 2 mal die Spitzenspannung. U-Dach heißt es, ne? U-Dach sagt man auch in der Technik dazu, in der Mathematik. Also hier oben, das ist die Spitzenspannung. Die Spitze, mehr geht nicht. Wenn ich einen anderen Kurvenverlauf habe, dann ist hier oben U-Dach und hier unten. Also je nachdem, U-Dach bzw. U-Tal könnte man dann sagen. Also immer die maximale Spannung, Spitzenspannung. Jetzt sagt man, naja, was soll denn der Kram? 1 durch Wurzel 2 ist 0,707, das reicht ja. Wozu? Vorsichtig. Wenn ich hier irgendwelche Bauelemente einsetze, also für Elektroniker ist es wesentlich interessanter, und ich denke, naja, 230 Volt, was ist denn das? Das steht ja überall dran, 230 Volt an der Netzspannung, ja, das ist ja,
dann ist damit die Nennspannung bzw. die Effektivspannung genannt. Der Effektivwert der Wechselspannung ist nur 230 Volt. Wenn ich aber Dioden einsetze und sage, na, die halten 250 Volt aus, ist ja kein Problem. Vielleicht kriege ich den Link noch unter, Sperrspannung von Dioden und so weiter und so fort. Ja, dann geht das ja. Wenn ich aber die echte Spitzenspannung ausrechne, ey, dann habe ich 325, tralala Volt wirklich tatsächlich anliegen. Mir würden also solche Bauelemente, und da gibt es noch viele andere, die manche Spannung nicht aushalten, kaputt gehen. Deswegen bin ich nochmal auf dieses Thema ganz besonders eingegangen. Das dürfte auch die Mediziner interessieren. Ich werde dazu entsprechend das in die medizinische Playlist mit reintun. Gut, jetzt reicht es aber dazu. Zum Schluss kommen jetzt hier Links, wie ihr schon sehen könnt, wahrscheinlich zu den entsprechenden Videos nochmal, beziehungsweise Playlist und, damit ihr euch weiterbilden könnt. Ich wünsche euch was Schönes. Tschüss, tschüss.